Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg, der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Das ist der Applaus für unsere vier Mutigen heute, die alle der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie direkt selbst. Mein Name ist Anna Ewald. Ich beherrsche 7 Sprachen. Und heute werde ich dafür sorgen, dass es dir die Sprache verschlägt. Ich heiße Dennis. Ich lege großen Wert auf gutes Essen. Deswegen würde ich mir nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Mein Name ist Heike Hoffmann. Mein Name ist Heike Hoffmann. Ich arbeite mit Menschen, die in einer Lebenskrise stecken. Ich würde aber heute gerne früh Feierabend machen. Ich bin Peter Freund. In meinen Büchern habe ich Monster, Ungeheuer und Drachen besiegt. Warum sollte ich mich da vor einem Jäger fürchten? Heike mit Anna und Dennis und Peter. Das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld einsammeln für die Teamkasse, um dann jeweils mit dem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, fliegt raus. Und beginnen wird heute Abend Anna. Anna, guten Abend. Herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Freue mich, dass du da bist. Hallo. Macht guten Eindruck, finde ich so, die ganze Gruppe. Das passt. Ja, passt? Passt. Sehr schön. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich komme aus Frankfurt und bin PR-Beraterin, habe aber eigentlich Geschichte studiert. Okay. Hast du einen Lieblingsjäger heute Abend? Ja, Kobi wäre geil. Kobi? Lieblings, meinte ich. Ja, ja. Ach so, echt? Habt ihr Präferenz? Wahnsinnig. Nicht gerne den Herrn Jacobi. Nicht gerne Jacobi. Aber gut, dass ich mir einen wünschen muss. Erste Risse in der Gruppe. Aber wir wollen erstmal deine Schnellraterunde spielen. Eine Minute, was sind so Themen, die dich interessieren, die du kannst? Bitte nicht Sport. Eine Minute und die Zeit startet jetzt. Auf den Etiketten mancher Fruchtsäfte steht der Hinweis vor Gebrauch. Gut schütteln. Mit welchem US-Präsidenten soll Pornodarstellerin Stormy Daniels eine Affäre gehabt haben? Donald Trump. Welche fränkische Stadt gilt als Geburtsort der Klarinette? Nürnberg. Muss ein Tennisspieler den Ball beim Aufschlag nach oben werfen? Nein. Cate Blanchett und Jack Black spielen die Hauptrollen im Fantasyfilm Das Haus der Geheimnisvollen? Weiter. Buchen. Der Liebhaber ist ein Roman von Marguerite? Weiter. Dürer. Welches Kleidungsstück galt Feministinnen in den 60ern als Instrument weiblicher Folter? Korsett. Der BH. Als Expletiv bezeichnet man in der Sprachwissenschaft ein? Weiter. Ein Füllwort. Ludwig I. wird als Staatsgründer und Namensgeber welches heutigen Landes angesehen? Weiter. Frankreich. Welche Parteienunion holte bei der Bundestagswahl 2017 die meisten Stimmen? CDU, CSU. Ja. Aus Goethes Ballade Der Schatzgräber stammt die Redensart Arm am Beutel, krank am? Weiter. Herzen. Welcher Tequila-Cocktail ist nach dem Sonnenaufgang benannt? Weiter. Tequila Sunrise. In welchem Land waren 12 Jugendliche Zahl? 2,5. Gut. Mal hin. Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. Ja, ja. Ja gut, also die Affäre von Trump, aber Tequila Sunrise, nee, ich überlege gerade, ob ich was ableiten kann für den weiteren Verlauf des Abends. 2,5, bist du zufrieden? So. Geht. Geht? Ja. Absolut okay, oder? Als Passt Kapitänin schon. Hier, finde ich gut. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem, auch heute wird ein Jäger kommen. Ich versuche hier häufig, das irgendwie zu vermeiden, aber es geht nicht. Wir schauen mal, wer zur Auswahl steht heute. Ist es möglicherweise der Bibliothekar? Klaus-Otto Nagorsnik, wenn er gewinnt, gönnt er sich immer eine Schnapspraline. Ist ganz süß, oder? Ja. So, oder ist es der Quizgott heute? Persönlich, Sebastian Jacobi, er trinkt gern mal einen Weizen, weil für seine Gegner Hopfen und Malz sowieso verloren sind, wie er meint. Oder ist es der Besserwisser? Sebastian Klussmann, er rührt Schnaps nicht an, aber er ist brandgefährlich. Besonders wegen der Hemden. Also, Jacobi, dein Favorit. Mal schauen, ob wir was für dich tun können. Ich habe keine Ahnung, aber wir nehmen, wie es kommt. Hier kommt der Jäger. Hier. Just for you, baby. Hallo. Der Quizgott, Herr Jacobi. Guten Abend. Ja. Schönen guten Abend, Herr Bommes. Schönen guten Abend auch an Anna natürlich. Hallo. Ich freue mich, Sie zu sehen. Sie werden ja gefeiert. Haben Sie Familie dabei heute, oder? Ich glaube, ich habe alle meine 300 Cousins hier platziert. Ja. Sind es jetzt schon 300, ja?
Geht's Ihnen gut? Haben Sie Lust auf einen schönen Abend? Ich fühle mich sehr gut. Jetzt, ja? Wo ich Sie sehe, bin ich nicht ganz so sicher, aber mit Anna, das kann nur toll werden. Naja, aber Sie waren ja doch vorbereitet. Ich bin ja immer hier. Also ich habe ja immer eine 1-5 Chance, dass jemand anders kommt. Wir wollen spielen, Herr Jacobi. Kommen mit 2.500 Euro an den Tisch. Und ja, du weißt, wie es funktioniert, ne? Ja. Richtige Antworten bringen dich heim. Du kannst dir eine Sicherheitsstufe sogar kaufen, wenn du magst. Du kannst aber auch direkt oben an ihn ranrücken. Das ist ja nicht gewohnt, aber vielleicht für Geld, ne, Herr Jacobi? Oh, das beantworte ich jetzt nicht für Geld, nein. Auf der unteren Stufe, ja, für die Dame mit dem Palindromnamen, biete ich noch mal die Hälfte. 1.250 Euro. Stark, ne? Habe ich... Palindromnamen. Das ist toll. Ah, ja, das ist, was gibt's nach oben? Ja, wir werden ganz knapp fünfstellig. 10.000 Euro, Anna. Na ja, gut. Falsch rum. Egal. Bleib, oder? Kann ich bleiben? Ja. Ich bleibe. Erstmal bleiben? Ja. Ja, ist gut. Also, ich bleibe. Musst du nee. Wir spielen um 2.500 Euro. Erstes Duell des heutigen Abends. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Genieße es. Es macht mega Spaß, ihn zu schlagen. Er wird nämlich unglaublich wütend dann. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das weiß ich. Ich habe mal Bowling gegen Sie gespielt. Das war herrlich. Die Jagd beginnt. Ja. Erste Frage für euch beide. Welches Getränk lässt salziges Essen fad schmecken? A. Sprudelwasser, B. Zitronenlimo oder C. Kamillentee? Salziges Essen wird fad. Was hast du genommen, Anna? Kamillentee ist nämlich schon fad genug. Was ist die richtige Antwort? Wir würden gerne mit Kamillentee starten. Ich auch. Nee, Zitronenlimo. Gut, das scheint dann in der Tat irgendeine Bewandtnis zu haben. Was sagt der Jäger? Was sagt Herr Jacobi? Zitronenlimo. Ja. Erklären kann ich es nicht, aber ich dachte mir, dass der saure Geschmack vielleicht das Salzige dann übertönt, aber... Es war mehr oder minder geraten. Wir bleiben bei erklären kann ich es nicht. Wir schlagen das nach. Du machst ab jetzt richtig. Ist noch eins dazwischen. Keine Sorge. Nächste Frage kommt. Um welchen Gegenstand führten Modena und Bologna im 14. Jahrhundert 12 Jahre lang Krieg? A. Eimer, B. Hut, C. Hammer. Eimer, Hut, Hammer. Was hast du genommen, Anna? Ich habe jetzt den Eimer genommen und hoffe, dass das irgendein Relikt ist, wo sie das Blut von Jesu am Kreuz aufgefangen haben. Ich habe keine Ahnung. Was ist die richtige Antwort? Ich weiß auch nicht, ob es was mit Keine Blut Ahnung. Gibt. Hoffentlich ist es einfach der Eimer. Eimer, so Eimer. Ja, alles gut. Ist mir egal, warum. Ja, völlig egal. Völlig egal. 12 Jahre lang um einen Eimer. Meine Güte. Herr Jacobi, was sagt der? Ja. Oh, noch besser. Danke. Ich würde mal sagen, meine Aufholjagd war erstmal im Eimer. Ja. Das ist schön. So, haben Sie mit Kriegen und 14. Jahrhundert nichts am Hut, ne? Eigentlich schon, doch. Ja. Ja. Also mit Krieg besonders. Ja, das weiß ich. So, sehr schön. Alter Abstand wieder. Noch vier, die du brauchst. Anna, nächste Frage kommt. Welches dieser Wörter taucht nicht im Titel eines Shakira-Hits auf? A. Whatever, B, wherever, C, whenever. Oh Gott. Oh Gott, seid ihr schnell. Jetzt müsstest du doch singen, oder? Ich sing ja nicht mehr. Ich wittere eine Verschwörung hier. Ich dachte, das seien Ihre Freunde, Herr Jakob. Jetzt weiß ich, dass es Sie doch nicht sind. Die sind auch im Eimer. Was hast du denn genommen? Whatever. Ja, weil das Whenever, Lied ist... Wherever. Ich singe jetzt auch nicht, aber... It's time lieber Sie, Africa. Das ist in Ordnung. Das ist doch der WM-Song gewesen, oder? Nee, das ist noch früher. Ist es nicht Whenever, it's time for Africa? Naja, kann auch sein, dass es da drin vorkommt. Ach nee, das ist Waka Waka. Ja, genau. Waka Waka, hey, hey. Ja. Das muss reichen für heute. Was ist die richtige Antwort? Aber A ist richtig, ne? Ja, super. Klasse. Stimmt, das war das andere. Ja, Waka Waka. Genau. Hört sich alles gleich an. Super. So, Pop-Experte Jacobi, was sagt der hier? Ja. Wieder falsch? Wieder falsch! Jetzt muss es doch, laufen. Ich sag mal Pop-Pop-Pop-Sofa. Ja. Ach hier, Rickys Pop-Sofa damals? Ja, war das oder Brisco Schneider? Nein. Ja, in der Sendung, glaube ich. Nur noch drei, die du brauchst, Anna. Ja. Alles läuft in unsere Richtung.
In welcher Sprache hilft eine sogenannte 50-Laute-Tafel beim Schreiben? A. Ach, guck mal hier, du bist doch die. Isländisch, Russisch, Japanisch. Wahrscheinlich die drei, die du nicht kannst. Oder? Isländisch habe ich mal Altisländisch gelernt und da ist es mir nicht untergekommen. Deswegen habe ich mich zwischen Russisch und Japanisch für Japanisch entschieden. Ich hatte mal einen isländischen Handballtrainer, der hat mir irgendwann mal gesagt, Morgenstund hat Gold im Mund, war irgendwie Morgenstund wie Gütlimünd. Ja, yeah. Ungefähr so. Ungefähr so. Ja. Du bist sehr nett zu mir heute, finde ich gut. Ungefähr so. Ja, immer vernuscheln, das passt schon. Morgenstund wie Gütlimünd. Ja, genau. Japanisch, 50-Laute-Tafel. Ja, ist das richtig? Ja. Da holen wir dich noch in dein Fachgebiet ab hier. Alles außer Sport hast du. Ja, ne? Bisher sieht es sehr gut aus. Ist lang erfüllt. Was sagt der Jäger? Macht er mal irgendwann was richtig heute? Jetzt wahrscheinlich. Naja, bei den westlichen Sprachen hier, Russisch und Isländisch, kann man natürlich häufig am Buchstaben bereits den Laut ablesen, den man aussprechen sollte. Und das kann man bei, zumindest bei den manchen Schriften im Japanischen nicht. Ja, klingt nachvollziehbar, gibt aber auch für Sie nur einen Schritt und da ist noch... Ich wollte zwei haben. Für die Erklärung. Bitte, noch einen zweiten. Aber wir haben ja schon alles gehabt, dementsprechend einfach Schritt für Schritt, nächste Frage. Ja. Womit beginnt die ARD-Tagesschau? A, mit einem Rasseln, einem Pfeifen oder einem Gong? So. Das macht doch Ding, Dong, 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 Dong. Ist das nicht ein Gong? Mach nochmal das Geräusch. Nein. Ich hab den Gong. Gong. Also der Morsecode ist beim Konkurrenzsender. Ich weiß, dass wir bei der ARD so eine 50-Laute-Tafel haben, glaube ich, für die Tagesschau. Starten. Die haben Sie auch vor jedem Moderationsabend. Selbstverständlich ist C die richtige Antwort. Das nehme ich jetzt mal einfach vorweg. Gut. Letzte Stufe. Ja. Na? Gut. Dennis, bereit schon? Ja, fast? Ja, wir wollen nichts folgen. Was sagt der Jäger noch schnell? Pfeifen. Gut. Bang. Wie Bang. Bang. Hoffentlich die letzte Frage jetzt für Anna. Tolles Duell. Wie nennt man Kaninchenrasseln mit... Nee, Kaninchen. Wie nennt man Kaninchenrassen mit Schlappohren? Löwe, Widder oder Stier? Kaninchenrasseln, auch nicht schlecht. Ja, Kaninchenrasseln. Was hast du genommen? B. Widder. Bist du sicher? Ja. Und dann bist du wohl jetzt im Finale. Und du warst so nervös, du hast keinen Ohren. Komm, komm, bitte, Anna. Dennis, weiter geht's. Gut. So, zweite Runde, Dennis, herzlich willkommen. Läuft doch, oder? Gut vorgelegt. Ja, würde ich auch sagen. Also stark, Anna. Leben ist gut jetzt, ne? Oder? Ja? Ich bin beruhigt. Gut. Hast du Zielsetzung für die Schnellraterunde? Irgendeinen Betrag? Ja, ich würde mich damit auch zufrieden geben. 2,5? Ist doch top, oder? Okay, ja. Was hast du für Hobbys und in Wissensgebiete, wo du fit bist? Ja, so Sport wäre halt schon... Sport. Alles, was sie nicht wollte, nimmst du jetzt. Genau. Ja. Ja. Wollen wir? Gleich? Genau. Ja, wo kommst du her? Aus Köln. Aus Köln, genau. Okay. Ja. Also, dann schauen wir mal. Eine Minute für dich und deine Zeit, Dennis, startet jetzt. Die Schwester deiner Mutter ist verwandtschaftlich betrachtet deine? Tante. Stimmt es, dass Wasser immer bei 100 Grad Celsius siedet? Ja. Nein. Mit welcher kleinen Hexe teilt die Kollegin des Wiener Tatortermittlers Moritz Eisner den Vornamen? Bibi Würzberg. In welchem Jahrzehnt war Henry Kissinger US-Außenminister? 80er. 70er. Welche Terrororganisation entführte den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer? Weiter. RAF. Von welcher Rockband stammt das Album Back in Black? Guns N' Roses. AC/DC. Darf ein Boxer im Halbschwergewicht oder im Cruisergewicht schwerer sein? Cruiser. Ja. Welcher Matt spielt die Hauptrolle in Lars von Triers Thriller The House That Jack Built? Dylan. In welchem Land kann man den aus über 40.000 Basaltsäulen bestehenden Damm des Riesen bewundern? Deutschland. Nordirland. Den Namen welches Arbeitstages schreibt man mit drei Silben? Weiter. Donnerstag. Welcher Planet benötigt etwa die Zeit von zwei Menschenleben, um einmal die Sonne zu umrunden? Uranus. Neptun. Welches Bild erstellt die Polizei nach dem Erinnerungsvermögen von Augenzeugen? Lagebild. Phantombild. Welches Fest nennt man in den USA Christmas? Weihnachten. Durch welchen Gegenstand? Weihnachten haben wir noch gehabt. 1500. Phantombild. Ja, ja. Anderthalb. Kurz zwei Angebote. Wir gucken mal. Hier kommt der Jäger. Alles gut. So, Herr Kobi, zweite Runde. Dennis aus Hürth ist da. Nee, das ist ein anderer, ne? Ja. Bei Köln, ja, ja, genau. Hallo Dennis, grüße Sie. Hi.
1.500 Euro haben wir und ich bitte Sie direkt um Angebote. Ja, nachdem meine Tagesform sich ja bisher nicht so stark dargestellt hat, werde ich einen kleineren Betrag anbieten, denn es 15 Euro auf der unteren Stufe. Ja, bei diesen Buhrufen muss ich mich dann oben raus steigern. 15.000 Euro. Ich bleibe. Bleibst du? Nicht hoch? Gehst nicht hoch? Ist zu wenig. Zu wenig? Ja. Bleiben? Ja, ich bleibe. Bleiben. Bleiben. 150 hätte ich genommen, aber... Was, 150 jetzt? 150.000 hätte ich genommen. Ach so, ich dachte 150 ohne. 1.500 Euro. Zweite Runde, die Jagd beginnt. Alles Gute, Dennis. Erste Frage kommt. Was gab es 1904 erstmals bei den Olympischen Spielen? Guck mal, haben wir gleich Sport. Sportlerinnen, Goldmedaillen oder olympisches Feuer? 1904. Ja, was hast du? Olympisches Feuer. Was ist richtig? Die Goldmedaillen. Was sagt der Jäger? Olympisches Feuer müssten die Nazis erfunden haben. Oder zumindest den Fackellauf. Später. Mit dem Feuer, ja. Ja. 1936 Berlin. Ja. Ja. Bei den ersten Spielen und zweiten gab es keine Goldmedaillen, sondern nur Silbermedaillen für die Sieger. So, aber noch ist nichts passiert. Du hast noch Platz zwischen ihm und dir. Zweite Frage, jetzt geht's los. Welcher Blauton ist der dunkelste? A. Marineblau, B. Azurblau oder C. Taubenblau? Boah. Ich hab jetzt was hast du genommen? Azurblau genommen. Azurblau? Was ist denn die richtige Antwort? Wir brauchen B. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, ob nicht doch Marie... Ja, siehst du? Gut, dass du nicht gezockt hast. Richtige Entscheidung. Sehen wir es positiv. Ne? Das wäre da möglicherweise Schluss jetzt, wenn Herr Jacobi richtig ist. Ja, Marineblau. So. Ich bin persönlich großer Fan blauer Hemden, wie man sieht. Trage ich auch privat ständig. Und Marineblau ist schon sehr dunkel. Ist das blau? Das ist blau, ja. Ich dachte, ja, das sei so grau. Nein, der Anzug ist grau, natürlich. Sagte ein Kumpel von mir letztens zu ihrem Anzug. Glatte 3, alles im grauen Bereich. Ja. Ich finde, es ist ein freundliches Mausgrau. Ja, das, ich habe übrigens, ach, wo wir gerade, weil Sie haben... Nein. Nee, wir machen doch jetzt... Post. Wir haben doch immer, freuen uns immer ja sehr über Ihre Post und ich nehme ja gerne jetzt immer mal was mit rein. Und, geht noch ohne Lesebrille? Ja, geht so. Ich muss es in der Tat weghalten, ja, aber ich habe es mir hier markiert. In diesem Fall Frage an Sie, Herr Jacobi, von Melissa aus Duisburg. Oh. Passt ja, weil Sie Hallo, da Melissa. Wohnen. Erzählt der Sohn jetzt auf dem Gymnasium. Die Lehrer sagen, es wäre schwer, ihn zu benoten, möglicherweise hochbegabt. Und die Frage konkret, geben Sie auch, Zitat, geben Sie auch Nachhilfe, Herr Jacobi? Wir wohnen in Hochfeld. Und das finde ich schön. Ich könnte den Malte aber auch bringen. Also ich habe früher sehr viel Nachhilfe gegeben, noch in meiner Heimat Bayern, aber auch an der Uni Duisburg dann als ja, Tutor. Ich wohne auch in Hochfeld. Ach so. Sie möge vorbeikommen. Gut, haben wir, machen wir Kontaktvermittlung später. Aber ich bin mir sicher, jetzt solltest du mal richtig antworten, denn jetzt ist er da. Und du springst jetzt bitte von der Schippe hier, ja? Alles mit der klar, ersten richtigen Antwort. Wo verrichten seit 1840 Ordnungshüter in der heute ältesten Polizeiwache Deutschlands ihren Dienst? Wo? A. in Schwabing, B. Sachsenhausen oder C. auf St. Pauli. Was hast du genommen, Dennis? Ich habe Sachsenhausen geraten. Also ich meine, St. Pauli ist es nicht. Sachsenhausen brauchen wir. B. dringend. Bleibt Dennis am Tisch. In der Tat St. Pauli. Ich befürchte, ehrlich gesagt, Dennis, das war's. Was sagt der Jäger? Tja. Alles Gute. Grüße nach Köln. Schade. Danke fürs Kommen. Heike, weiter geht's. So, Heike, kleiner Rückschlag. Dennis ist raus. Schade. Echt. Aber gut, jetzt nun zu uns. Ja. Du bist die Psychotherapeutin oder Pädagogin, die mit frühem Feierabend. Sozialpädagogin und ich arbeite in einer Einrichtung, die mehrere Wohngruppen hat. Ja.
guck mal, ich würde dir helfen jetzt, aber das bitte, darf bitte, ich bitte, nicht. Bitte, bitte, geht leider nicht. Aber mit viel Sympathie stelle ich dir jetzt Fragen, hoffentlich viele. Und du gibst mir hoffentlich viele richtige. Eine Minute für dich, Heike. Ja. Die Zeit startet jetzt. An welcher Hand tragen Deutsche meist ihren Ehering? An der rechten. Womit ist eine Pizza Quattro Formaggi in 4 unterschiedlichen Sorten Käse. Belegt? Unter welcher Bezeichnung taucht Bigamie im deutschen Strafgesetzbuch im auf? Im Eherecht? Doppel-Ehe. Lockstedt und St. Georg sind Stadtteile welcher Hamburg? Stadt? Ja. Wie heißt in der Musik der Zusammenklang von mehr als 2 Tönen mit verschiedener Tonhöhe? Oh Gott, ey, weiter. Akkord. Wie heißt im Vereinigten Königreich die konservative Partei mit den meisten Mitgliedern? Weiß ich gerade nicht. Tories. An welcher Linie hat ein Auswechselspieler laut FIFA-Regeln das Fußballfeld zu betreten? An der Seitenlinie. An der Mittellinie. Welche Stadt in Schleswig-Holstein bezeichnet sich als Eulenspiegelstadt? Das Mölln. Super. Was wurde 1959 der 50. und bislang letzte Bundesstaat der USA? Texas. Hawaii. Wirkt schwarzer Tee, der nur kurz zieht, anregend oder beruhigend? Anregend. Welcher Philosoph war der Sohn des Steinmetzes Sophroniskos und der Hebamme Phainarete? Weiter. Sokrates. Den Roman Unendlicher Spaß schrieb David Foster? Weiter. Wallace. Für welches englische Wort steht das L in Laser? Light. 2.500. Gehst du mal hoch gleich, oder? Ich? Sicher. Wenn der jetzt ordentlich was bietet, dann... Ja? Aber na. Hier kommt der Jäger. Komm. So, Herr Jacobi, Runde 3. Hier steht geballte schleswig-holsteinische Power gegen Sie. Ja. Das wirkte gut in der Vorrunde. Mal sehen, ob es sich auch jetzt so darstellt. Fand ich gut. Dann zeigen Sie uns doch gleich mal, was Sie hier an Respekt, Wertschätzung, Furcht entgegenbringen. Ja, ich decke meine Karten auf. Wenn Sie wegrennen möchten, Heike, ich glaube es nicht, biete ich noch 1.000 Euro. Brauchst du dich, glaube ich, nicht zu verstecken, ehrlich gesagt. Was gibt's denn nach oben? Bislang hat das alles ja nicht so geklappt heute für Sie. Ja, ich gebe mir Mühe für die berühmte, wunderbare Annäherung. 20.000 Euro. Kommen wir langsam in die... Mach's ich bleibe. Nicht. Reicht dir nicht? Nein, ich will nicht. Ich trommel das. Das können Sie doch nicht ablehnen. Ich möchte dort hinten mit hin. 2.500? Ja. 2.500. Machen wir so. Peter, hängt alles an dir gleich. So. Du weißt, was dir blüht gleich. Die kreischen gleich, da kannst du gar nicht mehr ablehnen. Ah, ja. 2.500 Euro. Widerspenst dich heute das Wild. Die Jagd beginnt. Ich will noch hinten. So, erste Frage kommt. Postleitzahlen welcher Stadt beginnen mit der Ziffer 3? Gotha, Fulda oder Nidda? Postleitzahl 3. Welche Stadt hast du genommen? Fulda. Was ist die richtige Antwort? Schön. Gut. Gewusst oder irgendwie regional abgeleitet? Ja. Okay. Ja, nicht schlecht. Was sagt der Jäger? Danke. Wo ist Nidda? Ich könnte jetzt schon singen. Denke Richtung Ostsee, oder? Nidda? Nee. Ist das Nidden? Nein, das ist irgendwo nicht Nidda. Irgendwo im Süden. Nächste Frage kommt. Heike marschiert. Das Maskottchen der FIFA-WM 2018 in Russland war ein A. Fuchs mit Hut, B. Wolf mit Brille oder C. Bär mit Flasche. Was hast du genommen? B. Ist das richtig? Ja, gut. Gut. Bär mit Flasche. Ja, das geht gar nicht. Das ist Klischee-Vorurteil Deluxe. Der russische Bär mit Flasche. Super, ja, toll. Politisch korrekte Sendung heute wieder. Was sagt der Jäger zum Wolf mit Brille? Passt ja ein bisschen. Oi! Ja. Weiter so, bitte. Nächste Frage. Was sucht man in der Mode vergeblich? A. Fledermausärmel, Kängurutasche oder Schneckenkragen? Was hast du genommen? C, diesmal. Das heißt, Schneckenkragen gibt's nicht. So, was ist richtig? Schneckenkragen gibt's nicht. Das heißt, es gibt Fledermausärmel und es gibt Kängurutasche. Was auch immer es ist. Was sagt... Entschuldigung. Was sagt der Jacobi zum Thema Mode? Das ist schon witzig an sich. Ja. Ja!
Muss mal für Durchblick sorgen hier. Okay. Haben Sie Tränen in den Augen? Ich weiß gar nicht, ich habe hier ein Taschentuch dabei. Ich habe noch Briefe, wenn Sie wollen. Känguru-Tasche, wie kann man denn darauf kommen, oder? Wahnsinn. So, hier kommt die nächste Frage. Ich bin gleich für ihn. Nein. Was? Nein. Was kann man in der Küche aus Pilzen und Schalotten zubereiten? A. Posse, Satire oder Farce? Ah, jetzt hat er einen, ne? Ja, aber das ist ja... Egal, wir wollen uns ja gar nicht so... Wir wollen ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Ich will nur da ganz unten ankommen. Du kochst gerne? Ja. Und was ist es? Ich will Farce. Okay. Ja, wartet mal. Na gut. Okay. Doch, das stimmt. Wie oft wir das schon gehabt haben. Nein, rauschen den Beifall und dann also... Aber. Wir blenden ja alle mal ein, die Beifall klatschen, wenn es dann falsch ist. Ja. So, wird das jetzt endgültig zur Farce für Sebastian Jacobi hier? Was sagt der Jäger? Okay, okay. Ich will nach oben. Also ich sag mal, jetzt kriege ich sie noch, Heike. Nein, nein. Jetzt komme ich. Das Schlimmste, das hat schon so Abende gegeben. Ja, ich weiß das, ich weiß das. Gut, ihr guckt ja eh alles. Ja. Ne? Ihr wisst ja immer mehr über die Sendung als ich sogar. So, du machst jetzt fertig bitte. Ja. Und wir denken auch nicht über die 15.000 Euro, die du hättest haben. Welcher Schlagersänger, so jetzt kommen wir mal in meine Bereiche hier, gab 1943 seinen ersten Ton von sich? Seinen ersten Ton geboren, ist geboren. Ne, würde ich sagen. Heino Heintje oder Roy Black? 43. Richtig, 43. Einer ist raus schon mal, ne? Also hier, Mama, der ist raus, oder? Ich habe den gerade, nee, den habe ich nicht genommen. Heintje ist nicht Nein. genommen, der ist doch viel jünger gewesen, oder? Na, was haben Sie denn gedrückt? Falsch gedrückt ich oder falsch C entschieden? Gedrückt. Und ich glaube, es ist A. Ganz in weiß. Mit eine, das war Komm, okay. lass mal grün. Ein Blumenstrauß, ja, genau. So ist es richtig. Also, wenn gerne singen. Das Schönste ist, wenn das jetzt richtig ist, doch, dann, bitte, egal ob er auch richtig ist, wir gehen mit dem Bild, dass da nur ein Rot ist. Das gehen wir dann heim jetzt, wenn deins richtig ist. Da wird er noch in Jahren von zehren. Ich fotografiere mir das, ich lasse mir das abfotografieren und hänge mir das oben in meine Umkleidekabine. Neben das Bild, egal. Was ist die richtige Antwort? Oh, du hast ihn so abgezogen, du. Guck dir das mal an, du. So, Finale für Heike. Peter, komm. Oh. Das machst du auch los. So, Peter. Hallo. Schön, dass du da bist. Also auf Jacobi können wir heute ein bisschen bauen, aber ich befürchte, das wird irgendwann ein Ende haben. Ja. Ich hätte gern ein bisschen mehr Kohle jetzt hier, ehrlich gesagt. Ja, ich auch, aber ich werde mir Mühe geben. Na, ich baue so ein bisschen auf dich, ja? Danke, danke. Ja? Du bist Autor, hast du? Ich bin Autor, ja. Ich habe über 20 Bücher veröffentlicht, die auch weltweit erschienen sind. Was für Bücher sind das? Das sind All-Age-Romane, wie man so schön sagt, für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, meistens mit Fantasy-Einschlag. Ja. Und aber ich mache auch Synchronregie und habe jetzt ein Drehbuch für einen Kinofilm geschrieben. Und da suche ich jetzt einen Produzenten. Vielleicht guckt einer zu. Bestimmt. Herzlich willkommen. Also wenn einer uns guckt, dann Produzenten. Das dachte ich mir auch. Ja. Also das wird nicht zu deinem Nachteil sein heute Abend. Mach mal 5.000 jetzt schon mal und dann gehst du gleich auf 25 und dann sind wir safe. Schauen wir mal. Wäre jetzt so mein Angang an die Geschichte. Also eine gute Idee. So, eine Minute für dich, Peter. Konzentrier dich gut. Deine Zeit startet jetzt. In der Muppet-Show granteln die alten Herren Waldorf und? Weiter. Statler. Mit welchem Paul mimte Robert Redford 1969 vor der Kamera ein? Newman. Ja. Wer malte das Porträt des Dr. Gachet und zwar gleich zweimal? Weiter. Van Gogh. Welcher Partei gehören die ersten drei Außenminister der Bundesrepublik Deutschland an? CDU. Ja. Aus welchem Land kam der Schriftsteller Arthur Schnitzler? Österreich. Was bilden die Minister einer Regierung und ist das Prädikat für einen Qualitätswein? Ja. Was bezeichnet einen griechischen Titanen sowie ein geografisches Kartenwerk? Atlas. In welchem Jahrzehnt wurde Stalin Alleinherrscher der Sowjetunion? 20er. In welchem Hitchcock-Film sind in den Hauptrollen Tippi Hedren und Rob Taylor zu sehen? Die Vögel. Ja. Welcher der Tennisbrüder Zverev ist der Ältere, Mischa oder Alexander? Alexander. Mischa, was für ein Fabelwesen ist in Antonin Dvořáks gleichnamiger Oper die Titelheldin Rusalka? Hexe. Eine Nixe. Sind breite Autoreifen leiser als schmale? Nein. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine? Zigarette. Ja, ich konnte nicht schneller. Aber 3.500 Euro hast du. Gut. Wären wir bei 8.5? Ja. Aber? Schauen wir mal. Mal gucken, ob einer von euch sich traut jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr was abgesprochen, wie ihr nachher aufteilt? Oder? Jeder, wie er will. Okay, na gut. Dann
Gucken wir mal. Gucken wir mal, ja. Ich hoffe, er hält genau seine Form heute. Hier kommt der Jäger. Könnte helfen. Dass die noch da sind. Ja, also ich finde es selbstverständlich. Muss das alles gehört ja dazu, oder? Letzte Runde, Herr Jacobi. Letztes 1-gegen-1, das steht schon mal verbindlich fix. Und möchte Sie gerne bekannt machen. Freut mich sehr. Hallo Peter. Hallo Herr Jacobi. Kennen Sie seine Bücher? Nein, Fantasy? Bisher nicht. Nein, aber ich kann bin ich auch nur empfehlen. Ja, ich bin auch Fantasy-Fan. Also gerade Tolkien und also High Fantasy eher. Ja, das nicht gerade. High Fantasy? Ja. Weiße Hai und so? Oder? Sie kennen sich ja gut aus. Nein, und man unterscheidet zwischen High Fantasy und Low Fantasy. Low Fantasy ist sowas wie Conan der Barbar zum Beispiel und Tolkien ist dann eher mit entwickelten Sprachen und Geografie High Fantasy. Wir kommen mit 3.500 Euro, Herr Jacobi. Und bislang hat keiner Ihre Angebote angenommen, ne? Deswegen steigern wir uns jetzt auch. Aber zunächst mal haben wir ja die untere Stufe. Da biete ich für Sie, Peter, 1.500 Euro. Mhm. Das hat so das gewisse Nichts, ne? Mhm. So. Wenn Sie sich die ganz großen, feuerspuckenden Drachen zutrauen, biete ich 25.000 Euro. Ja. Okay. Machst du? Ja. Jawohl. Macht klar. Er, ja. Natürlich. Gut. 25.000 Euro. Wir kämen auf glatte 30 durch 3, ist doch perfekt. Die Jagd beginnt. So, Peter, jetzt mal los hier. Erste Frage. Welchen Verband gründete Marie Juchacz? A. Das Rote Kreuz, B. die Arbeiterwohlfahrt oder C. Miserior? Was hast du genommen? B. Die AWO. Ist das die richtige Antwort? Guter Start. Sehr guter Start. Risikovariante. Erster genommen. Was sagt der Jäger? Der war schnell. Gut, auch aber der Wohlfahrt. So, zweite Frage. Wie heißt eine Novelle von Günter Grass? A. Vogel und Wurm, Katz und Maus oder Affe und Schleifstein? Was hast du genommen, Peter? B. Katz und Maus, ist das richtig? Ja. Sehr, sehr gut. Sehr sicher, sehr souverän. Zweite Hürde genommen. Was sagt der Jäger? Haben wir Chance auf einen Patzer? Nee. Ich mag selbstbewusste Kandidaten bei unserem Katz-und-Maus-Spiel hier, Peter. Weiter geht's. Na, Frage, wer ist wer noch hier? Nächste kommt. Oh, das ist klar. Nur noch vier. Was ist eine bei Gärtnern beliebte Zierstaude? A, die Gelbdecke, das Rotbett oder das Blaukissen? Beide wieder schnell. Was hast du genommen? Blaukissen. Ist das richtig? Läuft. Läuft gut. So, nur noch drei. Was sagt Herr Jacobi, Hobbygärtner in Duisburg? Bei Blau habe ich heute einen Lauf, Herr Bons. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. So, nächste gleich. Zu wem sagte Jesus nach der Auferstehung, rühr mich nicht an? Zu Petrus, Maria Magdalena oder zu Judas? Ist eine Falle dabei, glaube ich. Was hast du genommen? B. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Keine Falle für dich. Oh Mensch. So, aber wir bleiben hier ganz konzentriert. Was sagt Herr Jacobi? Sagt auch B. Bin mir sicher. Der erste Mensch, der Jesus Christus nach der Auferstehung begegnet ist, war Maria Magdalena. Und da hat sich eben dieses Gespräch auch zugetragen. Genau. Sie und erinnern sich gut. Das, Sie verwechseln sich. Das ist Klaus und das wäre Herr Nagorsnik. Aber genau. Dass der nicht in der Auswahl war. In der Frage. Ja. Aber wir haben beide eine Brille, also man kann uns verwechseln, denke ich. Vorletzte Frage. Hoffentlich schon. Welcher dieser Filmstars starb nicht an den Folgen eines Autounfalls? A. James Dean, B. Natalie Wood, C. Paul Walker. Zwei sind beim Verkehrs... Okay, was hast du genommen? Natalie Wood, die ist ertrunken. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen B. Natalie Wood. Eine noch.
Was sagt der Jäger? Gut, das war Chronistenpflicht nochmal. Und jetzt sehr beeindruckend, Peter. Hast du zwei Matchbälle und dann gingen wir in ein Dreierfinale um 30.000 Euro. Wie schön das doch wäre. Das Wort Drama stammt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich was? A. Streit, B. Singspiel, C. Handlung. Das weißt du, oder? Ich hoffe es. Ich auch. Ich habe C genommen. C, die Handlung. Drama. Oh, heutzutage sagt man ja nur noch, oh, was? So, ist C richtig? Dann haben wir ein 30.000 Euro Finale. Ja! Ja! Komm, rein. Gleich konzentrieren wieder. Super. Anna, Heiko und Peter um 30.000 Euro. Finalzeit bei Gefragt gejagt, Anna und Heike. Und dann kam Peter und jetzt sind es 30.000 Euro hier. Toll. Wirklich ein großer Abend. Jetzt schon 3 Punkte habt ihr Vorsprung jetzt in eurem Finale. Die habt ihr euch mitgebracht natürlich. Und bevor wir uns überhaupt um ihn wieder kümmern, seid nur ihr dran. 2 Minuten lang euren Fragenumschlag, den ihr euch vor der Sendung ausgesucht habt, den machen wir jetzt auf. Und ich stelle euch 2 Minuten lang die Fragen. Ihr gebt Buzzer für richtige Antworten, auch für weiter. Ich werde nichts auflösen, damit wir die Nettozeit haben. Und ihr holt euch jetzt einfach irgendwie am besten 25 Punkte. Mhm. Würde mich beruhigen, ehrlich gesagt. Auch. Holt euch einen großen Vorsprung, ne? Weil jetzt wäre schön, ihr belohntet euch auch. Weil das ist wirklich klasse hier mit 30.000. 2 Minuten für euch. Seid ihr bereit? Ja. Die Zeit für unsere 3 startet jetzt. Welche der 4 Himmelsrichtungen ist auf einer Landkarte unten? Süden. Wer schrieb das Kinderbuch Das fliegende Klassenzimmer? Kästner. Welcher Bundespräsident wurde in Rostock geboren? Weiter. In welchem Jahr wurde Argentinien erstmals Fußball-Weltmeister? Weiter. Welche Farbe hat das Krümelmonster aus der Sesamstraße? Gelb. Für welches Adjektiv steht das B in ABC-Waffen? Biologisch. Wer spielt im Film Der Bader-Meinhof-Komplex die Ulrike Meinhof? Weiter. Wie lautet der 2. Vorname des Fußballers Lothar Matthäus? Weiter. Welcher Buchstabe folgt im Alphabet auf das K? L. In welchem Jahrhundert lebte der Philosoph Søren Kierkegaard? 20. Welches afrikanische Land gilt als Wiege des Kaffees? China. In welchem Land ist das goldene Löwenäffchen heimisch? Weiter. Zu welcher Instrumentengruppe zählt die Orgel ihrer Spielweise nach? Weiter. Fulda und Hanau sind Städte welches deutschen Bundeslandes? Hessen. Welcher Grönemeyer-Hit beginnt mit Was immer du denkst, wohin ich führe? Der Weg. In welcher deutschen Landeshauptstadt steht das Palais Hollenstein? Weiter. Harriet Beecher Stowe schrieb den Roman Onkel Toms? Bitte. Wie viele Seiten eines gleichseitigen Dreiecks sind gleich lang? Alle. Bei welcher Leichtathletikdisziplin folgen Drehungen auf Armkreisschwünge? Hammerwerfen. Welche Dynastie übernahm im Jahre 323 vor Christus für fast 300 Jahre die Herrschaft in Ägypten? Weiter. In welchem Land steht die Kirche Sagrada Familia? Spanien. Tänzerinnen in Rosa und Grün heißt ein Bild des Impressionisten Edgar? Munch. Welche Farbe hat John Lennons Anzug auf dem Cover von Abbey Road? Weiß. In welcher Stadt spielt Gerhard Hauptmanns Tragikomödie Die Ratten? Weiter. Wer moderierte die Kochsendung Alfredissimo? Alfred Biolek. Auf den Schildern, die dem Gegenverkehr Vorrang gewähren, ist ein Pfeil rot und der andere Pfeil? Weiß. Schwarz. 14 Weiß Punkte. Ja. Schlecht. Das ist nicht so doll. Nee. Ja. Ich hatte das Gefühl, die erste halbe Minute hättet ihr 3, 4. Ja. 3, 4 hättet ihr, glaube ich, noch haben können. Ist jetzt aber, wie es ist. 14 ist jetzt auch nicht. Wir holen die jetzt. Ne? Zum letzten Mal heute Abend. Ich kann es euch nicht ersparen. Hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, was ich mich frage oder wir uns alle, ist eigentlich das, was nur Sie beantworten können, ist nach so einem relativ vergurkten Abend jetzt hier wieder so ein Jacobi-Finale, wo Sie das in der Minute machen oder zieht sich Ihr Problem durch das, auch durchs Finale? Wenn ich das vorher wüsste, würde ich es Ihnen sagen, Herr Bommes, ich weiß es nicht, aber mir bleibt nur mein Bestes zu geben und auf die 14 zu reagieren, die sind die 3 vorgelegt haben. Sind Sie ein bisschen happy, dass es nur 14 geworden sind? Ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet nach den Vorrundenleistungen, aber es war auch nicht leicht. Gut, wir spielen Ihren Umschlag, Herr Jacobi. 2 Minuten für Sie. Wenn er patzt, seid ihr dran, habt kurze Beratungszeit, setzt ihn bitte zurück. Das ist dann in der Tat
sehr, sehr wichtig, glaube ich, jetzt in dem Finale. Sind Sie bereit, Herr Jacobi? Herr Bommes, ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Sebastian Jacobi spielt heute. Der Quizgott braucht 14 richtige Antworten, hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Welche der 4 Himmelsrichtungen ist auf einer Landkarte rechts? Osten. Welcher Däne schrieb das Märchen Die kleine Meerjungfrau? Welcher Bundespräsident wurde in Detmold geboren? Lübcke. Stopp die Uhr. Erste Chance für euch. Kurz überlegen, 5 Sekunden. Johannes Rau? Nee, Frank-Walter Steinmeier. Oh, okay. Hätte ich eigentlich wissen können. Wir sind schon noch was aktuell hier. Detmold. 1,50 für 12. Absolute Ruhe bitte. Die Zeit startet jetzt. In welchem Jahr wurde Italien erstmals Fußball-Weltmeister? 1934. Miss Piggy war jahrzehntelang die Freundin welches Kermit Frosch? Der Frosch. Für welches Adjektiv steht das A in ABC-Waffen? Atomar. Wer spielt im Film Der Bader-Meinhof-Komplex den Andreas Bader? Fürmann? Stopp die Uhr! Moritz bleibt treu. Das ist völlig richtig. Ich zucke immer, wenn ihr euch nicht absprecht, aber du warst so sicher. So, wichtig, der Jäger fällt von 5 auf 4, hat 1,33. Sie brauchen 10 und die Zeit startet jetzt. Wie lautet der zweite Vorname der Tennisspielerin Steffi Graf? Barbara? Stopp die Uhr! Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Maria? Ja! Einer dieser Abende. Stefanie, raten kann er auch noch. Stefanie Maria Graf. 1,28 für 11 und die Zeit startet jetzt. Welcher Buchstabe folgt im Alphabet auf das F? G. In welchem Jahrhundert lebte die Philosophin Hannah Arendt? Im 20. Jahrhundert. In welchem Land soll 2737 vor Christus die Teezubereitung erfunden worden sein? China. In welchem Land sind Bonobos heimisch? Tansania. Stopp die Uhr. Brauch jetzt die Antwort. Brauchst du jetzt? Im Kongo. Im Kongo. Ich muss es dann abkürzen. 1,11 für 8 aber immer noch. Die Zeit, Herr Jacobi, startet jetzt. Zu welcher Instrumentengruppe zählt das Glockenspiel der Spielweise nach? Schlaginstrumente. In welchem Bundesland liegen die Orte Anklam, Pasewalk und Demmin? Mecklenburg-Vorpommern. Welcher Grönemeyer-Hit beginnt mit Momentan ist richtig, Momentan ist gut? Weiß ich nicht. Stopp die Uhr. Mensch. Ja, ist richtig. Kann die nur alle singen. Das war mein erstes Konzert. Seid ein bisschen vorsichtig beim Mitraten, weil A hört erst und B brauchen wir auch volle Konzentration für ihn. Also bitte absolute Ruhe überall hier. 57 für 7. Die Zeit startet jetzt. Der Stephansdom in welcher Stadt beherbergt Wien. Die größte... Stopp die Uhr! Die größte Domorgel der Welt. Zu Ende lesen darf ich. Budapest. Bitte? Budapest. Passau. Scheiße. Mach mal nicht. Klang sehr überzeugt. So. Das ist wie Matthiaskirche in Budapest. Okay. 54 Sekunden. Für 7. Bereit. Jacobi, die Zeit startet jetzt. Mark Twain schrieb den Roman Die Abenteuer des Huckleberry. Finn. Wie viele gleich lange Seiten muss ein gleichschenkliges Dreieck haben? 2. Bei welcher Leichtathletikdisziplin folgt auf den Einstich der Aufroller? Stabhochsprung. Welches Reich gilt als unmittelbarer Vorgänger des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation? Das Frankenreich. Stopp die Uhr. Zeit läuft. Habt ihr was? Nee. Sag was. Nee. Karolinger. Das Ostfrankenreich. Genau. Ach, ja, ist so. Ja, alles gut. 35, 4 noch, Herr Jacobi. Und die Zeit startet jetzt. In welchem Land steht der berühmte Eiffelturm? Frankreich. Eines der bekanntesten Gemälde von Raphael heißt die Sixtinische? Madonna. Welche Farbe hat Ringo Starrs Anzug auf dem Cover von Abbey Road? In welcher Stadt eröffnete Anfang der 1880er Jahre das erste Kabarett weltweit? Paris. Damit sind wir durch. Oh! Und das sind, machen wir uns mal nichts vor, da sind halt immer noch 18 Sekunden übrig. Das ist schon stark. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Jacobi. Aber herzlichen Glückwunsch an euch. Das war nicht nur eine tolle Sendung, hat Spaß gemacht, das war auch eine tolle Leistung. Vielen Dank, Anna, Heike und Peter. Enges Ding, ja? Sehr starke Kandidaten. Frage gefragt, gejagt für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend, tschüss. Ja.